Peace, Leute, was geht? Heute geht es für uns in den Europapark, Leute. Ich muss jetzt noch AJ abholen und Peter abholen. Und ich muss noch ins Lager, weil ich ein paar Skateboards brauche. Wofür erfahrt ihr in den nächsten Wochen? Es wird auf jeden Fall krass. Jetzt aber erstmal anschnallen und los. Wie ihr auch merkt, das ist leider nicht der KTG Avis heute. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, der ist mal wieder kaputt. Yay. Ich sehe ja gar nichts. Ja, genau, wir holen AJ ab. Leute, wenn man vloggt, ist man ein ganz anderer Mensch. Probiert es selber aus. Digga, was mache ich hier? Ich bin selbstgespräch im Auto, Alter. Ich bin so ein kranker Typ, ey. Ah nein, ich rede ja mit euch, Leute, ne? Alles easy. Alibi. Weißt du, Leute, ich bin bei AJ und wer fehlt? AJ, er schreibt mir, bin gerade aus der Dusche gekommen. Bro, ich bin schon vor deiner Tür. Größter Jocke in der Erde, AJ. Willst du jetzt davon ablenken, dass du gerade noch in der Dusche warst, oder was? Ich muss meine Mutter ein bisschen versorgen, Digga. Ich habe sie mies angesteckt. Geh mal bitte in den Kofferraum und setz dich da hin. So, Leute, die Boy DGs wieder vereint. AJ immer noch ein bisschen krank. Er muss sich auf jeden Fall noch erholen auf der Rückbank. Aber es geht schon wieder fit, ne? Auf jeden. Den Europapark kann man sich auch nicht entgehen lassen. So, Leute, ich habe hier ein paar Decks für Peter, für AJ und für Vincent. Meine Homies müssen natürlich auch KTJ fahren, Leute. So muss das. Ah, scheiße, der Kofferraum geht nicht zu. Leute, es hat aber noch einen Grund, warum ich die Decks geholt habe. Es wird geisteskrank demnächst. Ich bin sehr gespannt. Ihr seid gespannt. Ihr solltet gespannt sein. Ich bin auch gespannt. So, Leute, AJ kümmert sich um seine Gesundheit und wir holen Peter ab. Keine Ahnung, wo der sitzen soll. Ja, Kofferraum ist auch noch ein bisschen Platz. Ja. Nee, eigentlich nicht. Für Peter vor allem. Peter ist auch vorbildlich wach, AJ. Und direkt pünktlich am Start. Fahren wir mal los, ne? Schlüssel wäre gut. Oh, Junge, komm noch raus. Peter! Hallo! Was geht ab, Bruder? Was geht ab? Willst, danke, Bro. Jetzt wird skated oder was? Ja, jetzt müssen wir erstmal los. Wir haben ein bisschen Stress. Leute, ich brauche nochmal ein Latte Macchiato. Hey, Peter, hier hat sich bei dem Mc's mal jemand einfach vor mein Auto gestellt und wollte mich nicht wegfahren lassen. Weil das Video habe ich sogar gesehen. Ja, weil ich. Das Video habe ich sogar gesehen. Ja, ich habe in diesem Mc's mal gefilmt. Der Typ dachte, ich habe ihn gefilmt. Habe ich aber gar nicht. Dann hat er sich die ganze Zeit vor das Auto gestellt und wollte uns nicht wegfahren lassen. Bin ich nicht drauf? Wie bin ich nicht drauf? Und selbst wenn. Zeig mir löschen bitte. Wieso denn löschen? Es geht aber nicht. Ja, aber sind doch Leute, drauf. Wir sind gerade an der Raststätte und Peter ist pinkeln und AJ und ich hatten eine grandiose Idee. Wir wollen einfach vor Peter wegfahren und so tun, als hätten wir ihn vergessen. Ey, mich hast du auch schon so oft damit geprankt, Alter. Ich weiß auch, einmal habe ich so getan, als wäre der Bus kaputt und dann bin ich einfach weitergefahren, weil du ausgestiegen bist und Hilfe holen wolltest. Und jetzt wird Peter mal verarscht. Tschüss, Peter. Tschüss. Nein, er geht wieder nach hinten, wo unser Auto stand. Oh Mann. Er hat nicht gecheckt, dass wir weggefahren sind. Okay, ich hol ihn wieder. Wir haben es auch eigentlich eilig. Und wir machen hier irgendwelche Pranks noch. Wie klein und wie du auch erst wieder nach hinten gelaufen bist, weil du dachtest, wir stehen da noch. Ja, ich komm gar nicht klar. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich dachte zuerst doch, also ich hab den Parkplatz vercheckt, weißt du? Ich bin hier hingegangen, ich dachte so, hä? Digga, bin ich hier irgendwie falsch oder was geht hier ab so? Aber gut. Wir haben nur einen kleinen Joke gemacht. Okay, wir müssen jetzt weiter. Leute, Tank ist fast leer. Aber hier ist eine Ausfahrt, also alles entspannt. Wir haben eine Tanke. Übrigens filmt AJ gerade, nicht ich. Also nicht wundern. Immer ritsch beim Tanken, Leute. Der Boy der G hat euch erfolgreich in den Europapark gefahren. Nice, Bro. Leute, ich habe 1-2 Stunden die Nacht gepennt. Ich hatte echt Angst, aber es hat echt gut geklappt. Ich bin immer noch fit. Keine Ahnung, wie viele Stunden waren wir unterwegs? 7. 7? Boah, ich glaube irgendwie so. Ich habe aber keine Ahnung, Digga. Ich habe die ganze Zeit gepennt auf jeden Fall. Leute, vor ungefähr einem Jahr waren wir ja schon mal im Europapark und haben als ersten YouTuber den neuen Wasserpark hier getestet. Das Rulantica meine ich natürlich. Wir sind wieder im selben Hotel. Erstmal ein fettes Danke natürlich an den Europapark für die Einladung. Aber ich wollte natürlich auch nicht alleine kommen. Deswegen habe ich noch Peter am Start und den Standardsalat hier. Den Standardsalat. So, Leute, wir sind alle fresh gemacht. Man muss ja auch ein bisschen edel sein, aber die Schuhe müssen natürlich auch. Peter! AJ! AJ sieht aus wie immer. Ich sehe immer fresh aus. Leute, ein Blick aus unserem Fenster. Woo! Sexy.
Okay, Leute, wir testen jetzt Traumatika. Die anderen werden auf jeden Fall, glaube ich, Angst haben. Ich sag, ich werde keine Angst haben. Okay, okay. Der ist so ein Lügner, der Junge. Er hat eben gerade schon fast zusammengeschrien, als wenn die Mann am Programm waren. Ja, ihr beide. Ich habe mich auch nicht erschrocken. Ich auch nicht. Peter. Ja, um ganz ehrlich zu sein, ich schiebe ein bisschen Filme, Digga. Ich habe ein bisschen Angst, aber schon, Digga. Ich glaube, okay. Ich werde schreien. Da bin ich mir sicher. Okay, ich nicht. Okay, Leute, ich habe ein bisschen falsch eingestellt. Vielleicht werde ich doch schreien. Oder du gehst vor, Reinstein, jetzt! Wow. Wo kommt ihr jetzt her? Hannover. Hannover? Ja. Das interessiert mich scheiße. Warum seid ihr nicht pünktlich hier gewesen? Mann, der Penny schrieg, ich brauche euch. Ich brauche euch jetzt hier. Ihr seid jetzt Resistance ab sofort. Und ich bin General Tank, wie heiß ich? General Tank. Richtig! Ja. So, in der Zukunft sagt ihr nur noch, ja, Sir, habt ihr euch verstanden? Ja, Sir! Also, wenn ihr jetzt dann da reingeht, passt auf, das sind irgendwie ganz eklige Dämonen. Die Shadows, die wollen euer Blut. Und da drin sind Ghouls und was weiß ich, was alles für ekliges Gesocks sind. Der will dein Blut haben. Der will auch dein Blut haben. Haben wir es verstanden? Ja, Sir! Was? Ja, Sir! Was? Ja, Sir! Und dann Liegestütz, los! Ja, wollt ihr nicht mal helfen oder so? Wir sollen nichts anfassen, wurde uns gesagt. Ja, genau. Peter hat auch verloren. Ja, ich hab euch verloren, ich hab euch geschrien. Ich geschrien auch schon. Yo! 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 Oh, Junge! Was? AJ, sag doch, er erschreckt sich nicht einmal, Digga. Du erschreckst dich am besten. Oh, jo! Mann, ey! Jetzt, und made it. Guten Morgen, Leute. Was geht ab? Der nächste Tag ist angebrochen. Gestern war es noch richtig wild. Wir waren noch im Rulantica in der Wasserwelt. Vielleicht habt ihr ja mein Video aus dem letzten Jahr da gesehen. Wir waren mit die allerersten, die im Rulantica waren. Eine krasse Ehre auf jeden Fall. Genau, da war gestern so ein Event. Es war sehr chillig, es gab Musik, man konnte im Wasser an die Bar gehen, sich Getränke holen. Da war auch noch eine nice Show. Die Show hat vor allem Peter sehr genossen. Die Tänzerin hat mir gefallen. AJ, hast du es auch genossen gestern? Ja, ne? War chillig. War sehr chillig. Ja, Bruder, nice Frise. Okay. So Leute, wir sind durch, wir sind gerade aus dem Hotel ausgecheckt. Peter, wie hat's dir gefallen? Bruder, war wild, ne? War wild. Also war wirklich... Chacuzel, oder? Jetzt Chacuzel, ja. Liebe geht an den Europapark raus. Grüße an Steffen. Für mich einfach der größte Ehrenmann, oder? Ehrlich, also ganz ehrlich, wie der auch zu uns kam beim Essen und so. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchten. Bist ein Ehrenmann. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert, hier mal vorbeizuschauen, Leute. Jedes Jahr ein neues Abenteuer. Lasst ein Abo da unten, den Abonnieren-Button für mehr Content. Daily Vlogs, ihr wisst Bescheid. Nein, okay, eigentlich bin ich kein Daily Vlogger, aber ich war einer. Und ich versuche auf jeden Fall wieder aktiv zu werden. Bald wird es auch geisteskrank, Leute. Ihr denkt wahrscheinlich, ich habe einen Knacks, wenn ihr mitbekommt, was ich vorhabe. Du hast einen Knacks, Digga. Du hast einen Knacks. Du bist bekloppt, ey. Sagen wir mal so, Skaten und noch was anderes ist da Thema. Seid gespannt, deswegen lasst ein Abo da, haut auf den Abonnieren-Button. Ich hab's schon mal gesagt, haut rein, folgt mir auf Insta, ich heiße Adelsweicher, checkt die Boys ab. Peter ist in der Beschreibung, AJ ist in der Beschreibung, sein Insta, haut rein. Peace!